Maimon-Geschichte. Als ich 5 Jahre alt war, habe ich viel gespielt. Damals haben wir in Baku gewohnt. Wenn ich ein Spielzeug als Geschenk bekommen habe und habe gedacht, wie alle Kinder, hat mich interessiert, wie es drinnen ist. Ich habe viel Spielzeug bekommen und ich habe sie immer alle gebrochen. Ich war neugierig. Große Interesse hatte ich für Autos und Flugzeuge. Ich habe sie alle kaputt gemacht. Heute lebe ich in Wiener Neustadt und sammle Autos und Flugzeuge. Ich liebe sie. Ich habe nur 10, aber ich passe auf sie gut auf.